Hallo, liebe Modellbahner. Die Digitaltechnik hat für den Betrieb der Modellbahn vielfältige neue Möglichkeiten eröffnet. Lokomotiven und Triebzüge können vorbildgerechter gesteuert werden. Und nicht nur das, sie kommen auch meist serienmäßig mit dem passenden Sound daher. Einigen ist das noch nicht gut genug, denn es gibt immer noch die Möglichkeit, vieles noch perfekter zu machen. Und beim Sound ganz besonders. Wenn ich jetzt den Namen Matthias Henning nenne, bekommen einige glänzende Augen. Eine große Schar Modellbahner schwört auf Henning Sound. Und warum das so ist, wollen wir jetzt bei Matthias Henning persönlich erfahren. Hallo Matthias, schön, dass du dir für uns die Zeit genommen hast, damit wir ein paar Fragen zum Thema Henning Sound loswerden können. Viele Modellbahner und auch mittlerweile namhafte Hersteller lassen bei dir den Sound kreieren. Was ist jetzt das Merkmal von Henning Sound? Weil Henning Sound sich eigentlich ein wenig unterscheidet von industriell gefertigten Soundprojekten. Ich versuche einfach so eine Lok authentisch wie möglich rüberzubringen. Ich gucke mir auch die Originale sehr genau an. Da muss ich jetzt nochmal nachsetzen. Was ist jetzt das Besondere an Henning Sound? Ich gehe bei vielen Lokomotiven selber los, mache die Aufnahmen. Nicht bei allen, das muss ich zugeben. Ich habe auch viele Zuträger oder kriege auch mal einen Anruf aus dem Urlaub. Du, ich stehe hier im Urlaub vor einer Bahn, soll ich meine Aufnahme machen? Ich habe die Videokamera dabei. Sage ich mit Kusshand ja und verarbeite auch fremde Produkte. Und ich mache mich eben sehr genau kundig. Ich versuche auch mit Originallokomotiven mitzufahren. Ich unterhalte mich auch mit alten Lokführern, gerade bei älteren Modellen. Sage, wie war es denn? Wie wurde die Maschine bedient? Und versuche eben Soundprojekt so authentisch wie möglich rüberzubringen. Welche Bauteile verwendest du eigentlich beim Einbau? Und vor allen Dingen, wie passt das alles in eine Serienlok rein? Das ist doch bestimmt etwas fummelig. Sämtliche Bauteile, die ich verwende, sind nichts weiter als wie industriell gefertigte Bauteile von den entsprechenden Herstellern, Isuzu, Zimo, Döhler und Haas, die jeder Kunde auch draußen auf dem freien Markt kaufen könnte. Ich verwende dazu auch beigestellte Software dieser Firmen und erstelle mit Hilfe dieser Software meine Soundprojekte. Könnte theoretisch jeder Endkunde selber, aber es ist ein langer Weg, bis man wirklich diese Software der Hersteller ausreizen kann, um gute Soundprojekte zu machen. So, die Hersteller kaufen dann zum Beispiel also Modellbahnhersteller kaufen Sounddecoder über die Sounddecoder-Hersteller zu mit meinem Soundprojekt, weil es wäre am Fließband gar nicht möglich, jeden einzelnen Decoder zu bespielen. Was änderst du jetzt bei deiner Soundausstattung gegenüber einer Serienlok ab? Wenn ich selbst eine Lokomotive umbaue, achte ich sehr viel auf die Lautsprecher. Industriell wird hier gern ein wenig in die kleine Kiste gegriffen, weil am Fließband muss es schnell gehen, sicherlich auch aus kaufmännischen Gründen. Das mache ich prinzipiell nicht. Ich verbaue immer akustisch den bestmöglichsten und größten Lautsprecher in der Lokomotive, wenn ich das hier in Handarbeit mache, den ich in die Lok reinbekomme. Und das klingt auch dann immer noch ein Tickchen besser, als wenn man eine Lok industriell zukauft. Wenn du jetzt eine Lok von einem Kunden bekommst, da ist ja meistens schon ein Decoder, vielleicht auch sogar schon ein Sounddecoder drin. Ja? Kannst du diese serienmäßigen Sounddecoder dann selbst nochmal ändern, bespielen oder? Ja, es ist, wenn es herstellerseitige Decoder sind, keine OEM-Decoder, da geht es sehr oft nicht, weil die sind gesperrt, kann ich ganz einfach entweder den Decoder ausbauen über SUSI-Schnittstelle oder über Gleis mit komplett neuer Software versehen. So, nun sind wir natürlich nicht ganz umsonst hergekommen. Nun wollen wir natürlich noch am Ende dieser kleinen Information, was eigentlich Henning Sound ausmacht, natürlich auch ein paar Beispiele hören. Was kriegen wir denn von dir jetzt zu sehen? Ich habe hier eine 95 auf dem Prüfstand stehen, und also auf dem Rollenprüfstand Gartenbahn und auf dem Testgleis noch eine kleine Schirmer 64, die ich erst letzte Woche mit Sound ausgestattet habe. Die sind eben gerade verfügbar. Thank you.
Leipzig zur Weiterfahrt nach Kammarkstadt über Geithainhalt ausfahren. Bitte zurücktreten, Türen schließen und Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Matthias Henning hat uns einen interessanten Einblick zum Thema Henning Sound gewährt. Und was haben wir dabei gelernt? Beim Sound ist es beispielsweise so wie bei den amerikanischen Autos. Hubraum ist durch nichts ersetzbar.